Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty im Ospo. Wir hatten in der letzten Folge hier unsere Folge aufgehört, ja. Und hier machen wir auch weiter. Wir hatten hier unser Lagerfeuer aufgestellt und haben hier in dieser Ruine oder ja, in diesem verlassenen Dorf, was es vielleicht mal war, übernachtet. Und jetzt will ich mit euch weiter gucken, dass wir einen Platz zum Siedeln finden, beziehungsweise den nächsten Ort. Ja, eigentlich einen Platz zum Siedeln, aber wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt machen. So, hier vorne. Ja, das ist, naja, hier am Wasser würde ich jetzt nie bleiben wollen. Ich will eigentlich was finden, wo eine Brücke ist. Oder wo wir ein paar Brücken mit einbinden können, ne? So, wir gucken mal auf die Karte, wo wir hier eigentlich sind. Ich wollte eigentlich hier lang, ne? Genau, nach Klonica oder wie das heißt. Dorthin will ich. Gut, gehen wir mal dahin und vielleicht finden wir ja noch eine Ecke, wo wir da uns niederlassen können. Ich sammle erstmal noch ein bisschen was hier zusammen, dass wir noch ein paar Messer herstellen können, die wir wieder verkaufen. Hier gibt es ja eine ganze Menge Stein und alles, ne? So. Und wir hoffen mal, dass wir natürlich wieder unbeschadet hier durchkommen. So, ja. Wir gucken mal, wie viel Messer kriege ich? 8. Okay. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? So. Nach Klonica will ich. Genau, da müssten wir dahin, in diese Richtung. Oder wie das heißt, dieses Nest da. Okay. Also, auf geht's. Und was, Wolf? Wo ist Wolf? Um Gottes Willen, das wäre jetzt aber unpraktisch. Krähe. Ja, ich habe ja noch nie diese Sicht, damit ich die Tiere sehe, ne? Das habe ich alles noch gar nicht. So weit bin ich nicht. So, wir müssen uns irgendwie mal frisch machen hier. Ich kann mich hier noch nicht baden oder so. Ah, da hinten liegt was. Das nehmen wir noch mit. Ja, kann ich? Bin ich sauber? Nee, zu 3% bin ich noch dreckig. Muss ich noch ein bisschen untertauchen? Geht das? Ja, jetzt bin ich sauber. Okay. Das hier nehmen wir noch mit. Da müssen wir auf jeden Fall reingucken. Apfelbäume, das ist auch nicht schlecht. Aber wir haben natürlich noch keinen Platz zum Siedeln. Da hinten liegt auch was. Da hinten ist auch eine Brücke, oder? Wenn man hier gerade durchguckt, durch den Fluss, über den Fluss. Ja, vielleicht haben wir dort eine Chance, uns aufzubauen. Ach, das sind Hirsche, Rehe. Ach, hier liegt ja gleich mehreres. Oh, Apfelwein. Salzfleisch. Und Stärketrank. Okay, kann man alles brauchen. Und, nee, hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Schnell speichern. Okay. So, Steine mitnehmen bitte. Stöcke mitnehmen. Wir müssen ja immer noch ein bisschen Geld verdienen. So, Karte bitte. Ach, da drüben ist der Ort. Okay, na, da können wir ja gleich mal rüberschwimmen, denke ich, ne? Oder laufen. Sinn machen würde es, wenn er schwimmt, wenn sie schwimmen könnte, ne? Aber kann sie nicht? Wie Rasi, der kann auch nicht schwimmen.
Gut, wir gehen jetzt hier mal in diesen Ort rein. Breitwegerig einpacken, bitte. Stöcke, Steine. So, und dann gucken wir noch mal, was wir herstellen können. Also noch mal 4 Messerchen. Okay, und die Küche haben wir freigeschaltet. Ist auch schön. Sehr gut. So, wo geht's denn hier rein? Da sind Neuankömmlinge. Das ist gut. Da könnten wir dann später noch mal gucken. So, irgendwer hat hier eine Quest. Da hinten ist Siabora, oder wie die heißt. Oder er. Nee, sie. Siabora, kann ich dir bei irgendwas helfen? Du wirkst verärgert. Das bin ich in letzter Zeit immer, seit eines der Schweinchen aus meiner Herde es sich zur Angewohnheit gemacht hat, davon zu laufen. Zum Glück läuft es immer nach Osten. Ich bin es nur einfach leid, es immer wieder einsammeln zu müssen. Könntest du das wenigstens einmal für mich übernehmen? Sicher, wie sieht das Schweinchen aus? Klingt einfach, nach was genau suche ich? Nun, es ist klein, 3 Jahre alt, aber bald 4. Sein Name ist Wislav und er ist ein neugieriges kleines Schweinchen. Sag ihm, dass er zurückkommen und sich nicht zu weit vom Dorf entfernen soll. Vielen Dank. Kann ihn sogar... Worauf habe ich mich da eingelassen? Ich soll es ihm nur sagen. In Ordnung. Ich kann ihn sogar zurückscheuchen. Okay. So. Da muss ich mal die Quest aktiv machen. So. Da muss ich gucken, wo dieses Schweinchen abgeblieben ist. Oh je, oh das noch. Na gut. Es scheint hier hinten irgendwo zu sein, ne? Miners are such blockheads. Schwein, wo bist du denn? Was? Du bist doch kein Schweinchen. Na, aber hallo, du bist ein seltsames kleines Schweinchen, ein Kind. Hätte ich mir ja denken können, deine Mutter verbringt zu viel Zeit mit den Schweinen. Na, aber hallo, du bist ein Kind, hätte ich mir denken können. Was meinst du damit? Spielst du ein Spiel? Sicher, das tue ich. Deine Mutter hat mir gesagt, ich soll dich daran erinnern, nach Hause zu kommen. Es gibt kein Spiel, ich bin hier, um dich zu deiner Mutter zurückzubringen. Ja, machen wir das hier. Ich werde nicht nach Hause gehen. Ich spiele Verstecken mit meinem Spielzeugpferd. Er heißt Haselnuss. Niemand wird ihn je finden. Ist er verloren gegangen? Wenn ich ihn finde, versprichst du mir, dass du dann nach Hause gehst? Wollen wir wetten, wenn ich ihn finde, gehst du nach Hause? Wenn ich ihn finde, gehört er mir. Seitdem. Ist er verloren gegangen? Wenn ich ihn finde, versprichst du mir, dass du dann nach Hause gehst? Du kannst es versuchen, aber du wirst es nicht schaffen. Niemand weiß, dass er sich in den Holzstapeln versteckt hat. Natürlich nicht, mein Junge, aber lass es mich versuchen. Sieh genauer hin und drehe ein paar Holzstücke um. Okay. Du verschiebst ein paar Holzstücke, aber wie erwartet gibt es in dem Haufen von ein paar Würmern, die sich in großer Angst verstecken, und einer vergammelten Apfelkitchen nichts Interessantes. Verlasse diesen Ort. Dann habe ich doch... Oh, was ist hier noch? Och nö, jetzt muss ich hier alles durchsuchen, ja? Das ist wahrscheinlich dann hier, oder? Untersuchen. Du stehst vor einem frisch gehackten Stapel Brennholz. Der Geruch von Harz umschmeichelt deine Nase. Durchsuche den Stapel nach... Der Stapel ist ziemlich gleichmäßig und besteht fast ausschließlich aus gleich großen Stücken Feuerholz, abgesehen von einem recht langen Stock, der dir sofort ins Auge fällt. Nimm diesen langen Stock und sieh ihn dir genauer an.
Das hier ist kein gewöhnlicher Ast, der von einem Baum gefallen ist. Er ist sorgfältig bearbeitet worden, um das Rückgrat eines Spielzeugs zu bilden. Du kannst erkennen, dass er dort ein wenig abgenutzt ist, wo ein Kind das Spielzeug beim Spielen zwischen den Beinen festgehalten hat. Verlasse diesen Ort mit dem Stock. Oh Gott. Jetzt suche ich hier den ganzen Kram oder was? So, wir nehmen erstmal noch ein paar Zweige und einen Stein mit. Untersuchen. Du näherst dich einem Haufen Holzabfälle. Er enthält eine Vielzahl zerbrochener Gegenstände, die von den Bewohnern Klonizers weggeworfen wurden. Du durchsuchst den Müll, hebst ausrangiert und kaputte Bretter ebenso auf wie kaputte Wagenräder, als dir ein unscheinbares kleines Stück Holz ins Auge fällt. Nimm das kleine Stück Holz zur Hand und sieh es dir genauer an. Es ist ein kurzer, sorgsam polierter Stock. Er sieht aus wie der Griff eines Spielzeugpferdes. Ne, klauen tue ich ja nicht. So, und jetzt? Untersuche den alten, überwucherten Holzstapel. Wo ist der denn jetzt? Hä? Zweige sammeln? Das Holzrad will ich auch nie? Nö. Was soll ich denn jetzt hier noch durchsuchen? Untersuche den alten, überwucherten Holzstapel. Hier ist nicht überwuchert. Wo ist denn hier was überwuchert? Hier ist nicht. Da ist nicht. Hä? Hier auch nicht? Wo soll das denn sein? Da müssen wir mal hier ein bisschen weiter gucken, oder? Den Holzhammer klauen wir auch nicht. Was haben wir denn hier? Wo ist hier was überwuchert? Ach, hier. Reiße den Efeu herunter und räume die obersten Stücke zur Seite. Dieser Holzstapel liegt schon eine Weile hier. Er ist von Pflanzen überwuchert und das Holz ist deutlich älter und zerbrechlicher. Du bemerkst eine kleine Lücke unter der obersten Holzschicht. Schiebe deine Hand zwischen die Holzstücke und taste, ob es dort etwas Interessantes zu finden gibt. Deine Hand findet ein großes, hartes Stück Holz, das nicht zu den morschen alten Stücken passt, die es umgeben. Das Stück hat eine seltsame Form, du kannst es leicht greifen und herausziehen. So, jetzt bringen wir das alles zu dem Jungen, ja? Wir sammeln aber erstmal hier die Zweige ein. So. Gut, na dann gehen wir mal zu dem Jungen zurück. So, Kleiner. Ich habe dir gesagt, es kann nicht gefunden werden. Tatsächlich habe ich es gefunden, aber in Einzelteilen. Das ist unmöglich, du schummelst. Ich will kein kaputtes Spielzeug. Wirf es weg. Keine Sorge, es sind nur drei Teile. Tada, schau, ich habe sie schon wieder zusammengesetzt. Oh, es ist repariert, aber jetzt bekomme ich kein neues. Beruhige dich, Junge, lass uns eine Abmachung betreffen. Ich behalte das Spielzeugpferd und sage deinen Eltern, dass es verloren gegangen ist. Ich kann weinende Kinder nicht ausstellen, wenn das so ist, gehört das Spielzeug jetzt mir. Behalte das Pferd, eines Tages bekommst du sicher ein neues und dann hast du zwei. Dann habe ich zwei? Ja, das ist eine noch bessere Idee. Haselnuss sieht müde aus, bring ihn zu meiner Mama. Sicher, ich will ja nicht, dass du dich unterwegs verletzt, weil du auf einem abgenutzten Spielzeug galoppierst. Ich sollte jetzt nach Hause gehen, Mama macht sich sicher Sorgen, außerdem habe ich Hunger, ich bin sicher, sie hat ein paar salzige Knabbereien. Bestimmt hat sie die, lauf nicht wieder zu weit von zu Hause weg. Okay. So, dann müssen wir wieder zurück. Zu Siabora.
Erst mal gucken hier. In die Richtung. Ja. Die sitzt hier rum. Siabora. Wie ist es dir mit meinem kleinen Schweinchen ergangen? Von nun an sollte Wislaw in der Nähe der Siedlung bleiben. Also wird er nicht mehr verloren gehen. Was hast du getan? Oder besser gesagt, was war da hinten so interessant? Er hat sein Spielzeugpferd auseinandergenommen und in ein paar Holzstapeln versteckt. Dieses Pferd schon wieder. Seit einer ganzen Weile geht es ständig kaputt. Das Spielzeug wurde von meinem verstorbenen Vater gemacht, der ein begabter Holzschnitzer und Künstler war. Es war meinem Mann immer ein Dorn im Auge, weil er lieber sehen würde, dass Wislaw ein Jäger wird und kein Holzarbeiter. Zufälligerweise habe ich das Pferd wieder zusammengesetzt. Hier ist es. Oh, in der Tat. Nun, mein Mann wird sich wieder beklagen. Vielleicht gebe ich es irgendwann den Holzfällern, damit sie es reparieren können. Bis dahin nimm bitte diese salzigen Knappereien als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Sie werden nach einem Familienrezept gemacht. Wenn dir nach mehr davon ist, kann ich dir welche verkaufen. Ich bereite in jeder Jahreszeit frische zu. Danke. Wenn sie mir schmecken, komme ich zurück und hole mir mehr. So. Dann haben wir ja jetzt geschafft, was wir machen sollten. Wir haben die eine Quest erledigt. Ja, und wir können uns weiter auf den Weg machen und gucken, dass wir noch einen Platz zum Siedeln finden, ne? Wir können ja mal hier hinten lang gehen. Was ist denn hier? Bist du eine Händlerin? Ja. Was gibt es Neues im Dorf? Nichts, glaub mir, in diesem Dorf verändert sich nie wirklich etwas. Jeder hier arbeitet Tag und Nacht so zuverlässig wie ein Rädchen in einer sich drehenden Windmühle. Aber warte, nein, dieses Jahr ist anders. Die Hälfte meiner Gartenkräuter ist dieses Jahr verdorrt. Es ist in der Tat ein einzigartiges Jahr. Was ist mit Gesetzlosen? Ich habe keine gesehen, ich wage mich nicht tief in die Wälder und ich habe nichts Wertvolles, aber sollten Sie mich eines Tages besuchen, bewirte ich Sie gerne mit Kräutertee. Daran werden Sie sich für den Rest Ihres Lebens erinnern. Das ist eine gute Lösung. Zeigen bitte deine Waren. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich möchte dir aber gerne meine 18 Steinmesser verkaufen. Bitte schön. Hast du denn was Interessantes für mich? Nee. Okay. Leb wohl. Natürlich, irgendwann schon. So, was ist denn dann da hinten? Hier hat einer Holz gefällt. Ich war es aber nicht. So, was liegt jetzt hier? Ist das was, was ich nehmen kann oder ist das was ich nicht nehmen sollte? Den Stock kann ich auf jeden Fall mal nehmen. Aha, das sollte ich nicht nehmen. Okay. Nee, das machen wir nicht. Stehlen tun wir nicht. So. Was ist... War ich da gerade eben? Wir trinken mal noch einen Schluck. Cool. Das ist toll. Was bist du hier? Ach, der gehört hier hin. Okay. Das ist richtig toll. Ich hoffe, wir können sowas auch mal bauen bei Gelegenheit, ne? Also ich finde das hier richtig schön gemacht. Wir müssen auch was essen, sehe ich gerade. Wir haben Hunger. Da essen wir noch das Haferbrötchen und dann sind wir erstmal satt. So, und wir wollten doch gucken, dass wir einen Platz zum Siedeln finden. Ja, ist die Frage, wohin, ne? Elche, ja. Da hinten ist ein Lager. Was ist das für ein Lager? Ist das ein leeres? Wenn ich es nicht weiß, speichern. Aber ich würde sagen, das müsste leer sein, denn sonst hätten wir ja schon längst wieder einen Pfeil verpasst gekriegt, ne? Ach, ist das toll. Hier kann man ja alles mitnehmen. Fischbeere, das ist auch nicht schlecht. Oh, toll. Was haben wir hier? Nicht. Alles genau angucken.
Okay, ja. Karte. Aha, hier müssen wir wieder zurück. Wir müssen also wieder in die andere Richtung zurück. Da ist auch ein Lager. Gibt es aber viele Lager, hä? Bündel öffnen. Salzfleisch, sehr schön. Und Bier. Ah gut, ich bin eine Frau, ich trinke kein Bier. Aber gut, vielleicht ist das in dem Spiel mal anders, ne? Pelz, stark. Hier sind Äpfel drin, auch wieder was. Oh, zu essen und Salz kann man immer brauchen, ja. Den Bogen nehmen wir auch mit, falls unser hier einen Geist aufgibt. Ja, na gut, dann hätten wir jetzt wieder ein bisschen was gefunden. Klonitzer, ja, da geht's nach Klonitzer. Hier hinten aus geht's nirgendwo hin, ne? Nee, also müssen wir hier wieder zurück. Immer noch keinen Platz zum Siedeln gefunden. Also, falls ihr die Karte kennt schon, vielleicht habt ihr ja eine Idee, wo man sich aufbauen könnte. Ich habe Angst. Was ist das? Nee, das sind. Oh, du sollst dich auf die Suche nach einem Ehemann machen. Ja. Irgendwann. So. Wartet mal. Hier haben wir doch jemanden. Ja. Ja, Dingsbums hier. Ja, Chivoy. Oh, den können wir ja mal ansprechen. Moment, steck mal die Waffe weg. How do you do? Unterhalten. Was beschäftigt dich im Moment? Ich wünschte, etwas würde dieses verschlafene Tal aufwecken, wie ein Stein, der in ruhiges Wasser geworfen wird. Als Kind habe ich oft Steine über das Wasser springen lassen. Ich wäre gerne wieder so aufgeregt, wie ich es während dieser unbeschwerten Zeit war. Wie war dein Tag bisher? Ah, der Frühling ist jedes Jahr so erfrischend und herzerwärmend, aber er weckt mich immer wieder zu neuem Leben. Kein Wunder, dass Grün als Farbe der Hoffnung gilt. Worin bist du besonders begabt? Feldarbeit erschöpft mich ein wenig, aber meine Familie macht diese Arbeit schon seit vielen Generationen. Deshalb habe ich eine natürliche Begabung dafür und ich bin wirklich sehr gut darin. Hast du mit irgendetwas Schwierigkeiten? Ich bin ein Hitzkopf, Flick- und Bastelarbeiten liegen mir nicht. Mir wäre eine Arbeit lieber, die ich nicht erst jahrelang lernen muss. Okay. Romantik. Du bist mir aufgefallen, darf ich dich etwas fragen? Was ist dein Lieblingsessen? Das von einer bezaubernden Dame serviert wird, Zwinker. Du bist mir aufgefallen. Welche Jahreszeit magst du am wenigsten? Herbst, viel zu tun, keine Zeit für Spaß und wenn alle Blätter abgefallen sind, ist alles so trist. Du bist mir aufgefallen, darf ich dich etwas fragen? Hast du je einen seltsamen Traum gehabt? Ich habe einmal geträumt, dass mich eine ganze Armee alter Hosen verfolgt. Ich bin sicher, ich habe nicht so viele Paar Hosen besessen, aber sie geben mir keine Gelegenheit, ihnen das zu erklären und fingen an, von der Rache zu singen, die sie dafür nehmen würden, dass ich neue gekauft habe. Du bist mir aufgefallen, darf ich dich etwas fragen? Hast du eine Lieblingsfarbe? Oh nein, ich werde mich nicht von einer Frau in eine Unterhaltung über Farben verwickeln lassen. Du bist mir aufgefallen. Es tut mir leid, aber ich brauche etwas Zeit. Okay. Alles klar. My favorite activity. Dann leb wohl. Take care. Mhm.
Obwohl, ich könnte ihn ja mitnehmen. Wir haben ja ein Haus, ne? Umziehen? Nee, kann ich nicht. Ich muss ja ein zweites Haus bauen. Okay, also, hier müssen wir wieder hingehen. Und zwar ist das in der Nähe von Klonica. Und ja, meine Lieben, da würde ich sagen, dass wir hier jetzt erstmal an dieser Stelle die Folge wieder beenden. Wir haben unseren ersten Flirtversuch hier unternommen. Ne? Und ja, wir müssen hier wieder her. Ich hoffe, das merke ich mir. Kann ich mir hier eine Markierung setzen? Müsste doch irgendwie gehen. Ne? Kann ich... Wegpunkt. F. Und den setzen wir hier hin. Genau. Da gehen wir hier wieder hin. Beim nächsten Mal. Und... ja, da würde ich sagen, danke ich euch erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen und für euer Interesse. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin habt alle einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende und eine schöne Weihnachtszeit. Und ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, so ihr denn wollt. Und dann tschüss, lasst euch gut gehen.